Hallo, hallo, willkommen auf dem Kanal von Dukania Bell. Ich bin Ute und nehme dich heute mit zu einem größeren Flipflug. Ein größeres Flipflug von einem größeren Projekt. Ja, da das alles gar nicht hier so in diesem Bereich passt, kommt jetzt erstmal zu Anfang eine andere Kameraperspektive. Weil ja, ich das sonst so schlecht irgendwie zeigen kann. Dazu gab es ja schon ein Video mit Flip-Through und allen drum und dran. Aber ja, es gehört halt ja mit zu diesem Steampunk XXL-Projekt Gepäck, Reise, Utensilien und so weiter. So, fangen wir mit dem großen Koffer hier an. Na, wie gesagt, alles aus alten Versandkartons zusammengeschnitten und dann mit Seidenpapier das Krumpelige so gemacht und dann mit Molds, mit Formen, teilweise mit Resin gegossen, teilweise mit Modelliermasse abgeformt. Und dann halt hier aufgeklebt mit Schablone und Strukturpaste. Ja, das sind hier so Pappstreifen. Dann auch Buchecken sind drauf gekommen zur Verzierung. Dann hier diese, die sind auch aus der Moldform, diese Schraubenattrappen. Oder hier Metallzahnräder. Also es sind echte Metallzahnräder, ne? Das ist jetzt nichts außer Form raus oder so. Ja, dann nochmal ganz lieben Dank an Rita vom Elfenhain, die mit mir hier den Tausch gemacht hat, wegen dieser Gelenkrollen, die ich ja so mega cool fand. Ich leider die Form nicht selber mal bekommen habe, aber die liebe Rita war so nett und hat mit mir getauscht. Ja, man kann nicht nur Papier austauschen, man kann auch hier so gegossene Teile austauschen, ne? Das geht auch. Ja, und auch obendrauf... so ein bisschen, ne, Schraubenattrappen und. Das Ganze kann man dann hier öffnen. Ne? Darunter sind halt Klettverschlüsse. Und dann ist da natürlich auch was drin. Ich hole das mal gerade raus. So. Zu dem Innenleben kommen wir später nochmal wieder. Ich packe jetzt erstmal hier die großen Sachen, damit ich dann gleich wieder auf meinem gewohnten Platz zum Zeigen gehen kann. Ja, das ist nochmal hier so eine Paperback, diesmal mit Reispapier dekoriert und auch so Die-Cuts drauf, ein bisschen Konturliner. Hier habe ich so einen Magnetverschluss dran gemacht. Rückseite ist Decoupagepapier von La Blanche und dann auch wieder mit den Farben, so wie ich das gerne mache. Hier oben ist dann wieder drauf genäht. Und da ist dann wieder Reispapier von Stamparia. Dann hier Die-Cuts von La Blanche. Das Ganze wieder ein bisschen farblich und auch hier mit Strukturpaste. Da sind diese aus dem Stamparia Designpapier, ne, diese runden Teile. Und dann habe ich die aber hier nochmal mit so einem Rahmen fixiert. Ja. Und auch da ist natürlich was drin. Ist so. Ne? Aber da kommen wir später zu, am gewohnten Platz. Das war das. Dann, sorry, ich muss auch erstmal gucken, wie ich das Ganze hier so handhabe. So, dann ist ja hier diese Schatzkiste. Ich versuche so wenig wie möglich mit der Kamera auch zu wackeln, damit du nie seekrank wirst. Auch hier aus Versandkartons zusammengeschnitten. Dann hier so Griffe dran gemacht. Mit Brads. Hier so diese Metallbeschläge. Dann hier auch Mold von La Blanche. Hier ist wieder von Stamparia. Ja, dann habe ich hier oben so ein
ja, Schubladengriff ist das eigentlich, ne, den ich da drauf gesetzt habe. Dann nochmal so ein Molds. Hier vorne sind dann, ich versuche mich mal zu setzen, so. Hier vorne sind dann auch nochmal so größere Zahnräder. Und das Ganze ist hier verschlossen mit einem Schlüssel, wie sich das gehört für so eine Truhe. Und dann ist sie natürlich auch von innen mit Seidenpapier. Ja. Und auch da ist was drin. So. Ja. Und wie gesagt, da wandere ich jetzt gleich am gewohnten Platz und dann zeige ich euch die Innenleben dazu. Moment, Moment, Moment. Dann haben wir ja noch hier der Hauptakteur, hätte ich es fast gesagt, aber da, wo ja viele drauf warten, von außen, ja, hier habe ich selbstgemachte Anhänger dran gemacht, zum Beispiel. Das ist hier so ein eigentlich ein Washi-Tape, was ich dann doppelt gemacht habe, auf Pappe drauf, eine Büroklammer ist da drin in der Mitte und dann hier die Ränder mit Heißkleber und dann einfach mit Gilding Wax, ne? So dass das aussieht, als wenn das so ein Metallteil wäre hier irgendwie. Ja, dann hier Zahnräder, aber ne, das habe ich ja schon mal gezeigt soweit. Dann habe ich hier nochmal mit dem Schlüsselring, das hatte ich glaube ich auch schon gezeigt, ne? Mit dem Schlüsselring Uhrenstempel aufgestempelt. Dann im Schlüsselring reingemacht und das ist mit Glossy Essence. Glossy Essence? Wie heißt das Zeugs? Ja, du weißt schon, was ich meine, ne? Von beiden Seiten, also sehr hart. Auch oben habe ich das dran gemacht, damit auch hier oben das sehr hart ist. Ja, und dann Kettchen dran gemacht und hier an den, ne? Das sind teilweise Metallzahnräder, teilweise ausgestanzt, ganz unterschiedlich. Und ich hatte ja das Problem mit dem Verschluss. Da war ich mir nicht so ganz schlüssig, wie ich das mache. Deswegen ist jetzt hier nochmal so ein Verschluss dran gekommen. Weil wenn man das sonst hochgehoben hat, ist die Lasche immer hochgerutscht. Deswegen dann doch nochmal hier so eine Querstrebe. Ja, auch hier nochmal so selbstgeformte aus dem Mold Schrauben. Und auch hier hinten ist dann hier mit meinen Schraubenbrads. Ne? Die gibt es extra so fertig. Das sind richtige Brads. Halt nur die Köpfe wie eine Schraube. Da auch noch mal so ein paar Zahnräder drauf. Ja, und wie du siehst, da drin verbirgt sich ein Journal. Aber das werden wir gleich uns anschauen am gewohnten Platz. Das war jetzt erstmal nur hier, damit ich die ganzen großen Dinge überhaupt so zeigen konnte. Ja, ist das anstrengend. Ja, ich wechsle mal die Perspektive. So, jetzt hast du ja die großen Koffer, das große Reisegepäck der Time Lords schon kennengelernt. Jetzt geht es natürlich ans Innenleben. Wobei, ich fange mal hiermit an. Ja, weil einiges ist ja schon mal in einem Video gezeigt worden. Also ich habe eine Playliste, die heißt Steampunk, wo alles aus diesem Projekt also wenn ich Kamerabegleitung hatte, ne, da drin verlinkt ist. Diese findest du hier unter dem Video verlinkt. Wie gesagt, Playliste Steampunk und da ist dann alles drin halt, wo ich dann halt auch die Kamera habe laufen lassen. So, hier haben wir, wie man unschwer erkennen kann, eine Tasche. Kann man das überhaupt erkennen? Ich weiß es gar nicht. Da ist ein Verschluss, vielleicht erkennt man es dann. Man könnte es auch so rum machen, aber so war es eigentlich nicht gedacht. Hier habe ich auch aus meiner Mold so zwei Schraubenknöpfe geformt und draufgeklebt. Das Ganze ist eigentlich ein A4-Briefumschlag. Also so ein großer DIN A4-Briefumschlag, den ich etwas umfunktioniert habe. Ich habe hier also erstmal habe ich mir den passend geschnitten, wie ich den gerne hätte. Wenn ich den gleich öffne, weißt du auch, wie ich das meine. Dann habe ich hier Reispapier von Stamperia aus dem Sir Vagabond Fantasy World drauf geklebt und mit Farben so ein bisschen schattiert. Absichtlich auch darunter ist Buchseite, die durchschimmert. Das war so gedacht von mir, weil ich das eigentlich ganz schön finde, wenn Schrift da durchschimmert. So, hier habe ich noch so einen Bügelverschluss dran gemacht. Hier so ein bisschen Spitze drunter gemacht. Das sieht man kaum, ne?
So, wenn ich das jetzt offen habe, dann sieht man, das ist eigentlich ein A4-Briefumschlag. Den habe ich nur halt hier abgeschnitten und dann halt, ja, hier so ein bisschen in die Öffnung reingeschnitten, damit man das halt dann so, na, man könnte es auch in ein Journal reinmachen noch, ja, wenn man halt die Größe, das Ganze hat eine Größe von 20 mal 25, ne? Also 25 mal 20, ja, okay, so große Journals macht kaum einer. Ich manchmal schon. Ja. Ne, dann habe ich hier noch ein paar Die-Cuts von La Blanche. Die hat hier auch mal Steampunk-Thema gehabt. Und ja, hier ist wieder Stamperia. Hier und da, kann man das überhaupt erkennen, auch an dem Buch hier, hier und da mit Konturliner so ein bisschen Akzente gesetzt. Und das Ganze mit, hier ist nochmal so ein echtes Metall-Zahnrad Teil drauf gekommen. Die sind auch verteilt in dem ganzen Projekt immer mal wieder Metallzahnräder dabei. Hier ist noch so ein bisschen mit Strukturpastel, mit Schriftschablone. Und das Ganze ist wieder mit Artpotch versiegelt, sodass das ja, Kratzstoß wasserfest ist. Und ja, es fühlt sich schon fast an wie eine Kunststofftasche. Da ist natürlich was drin. Und zwar, Moment, ich muss mal gerade meine Brille beschlicht gerade etwas. So, da ist ein Umschlag, also dieses Folio, Holder, ich habe keine Ahnung, was da alles für Namen gibt. Hier habe ich ja, das habe ich glaube ich auch in dem Video gemacht, hier habe ich ja die Zahnräder noch oben drauf gemacht und hier und da mit Konturliner auch, das Ganze ist auch versiegelt mit Artpotch und hier ist auch ein Magnet drunter, damit das auch direkt so zufleppt. Auch das war mal ein Briefumschlag, ein großer. Hier ist ein Tag hinter reingekommen. Ja, einfach so eine Collage drauf und auch so ein bisschen Konturliner-Akzente gesetzt. Hinten nur gestempelt. Ja, wie du siehst, auch das war ein Briefumschlag, ein großer. Hier sind dann Tags und da, wo ich halt, das ist von mir selbst gefärbtes Papier hier mit Acrylfarben und Metallicfarben, wo ich dann die Zahnräder ausgestanzt habe und ja, aus den Reststücken, was man eigentlich ja oder die meisten das wegwerfen, mache ich dann schon mal noch so Taschen draus. Da ist dann auch noch mal so ein Tag entstanden. Ja, auch wieder mit Konturliner. Und genau wie hier auch noch mal so ein großer Tag, Steampunk-mäßig. Und ja, auch hier Konturliner, blau und Kupfer. Oder Bronze. Tja. Und hier. Ah, guck, da habe ich doch, wollte das sagen, irgendwo habe ich doch da auch nochmal. Hier ist nochmal so eine, ja, Schiffskarte. Weil die waren ja zu Land, zu Wasser und in den Lüften unterwegs, meine Time Lords, ne? Da ist der Eingang. So. Das kommt hier rein. Und das kommt so rum. Das war dieses Teilchen. Fällt mir richtig gut, aber ich liebe ja auch das Papier. Also von daher. Ja. Dann gab es ja diese Kladde, die ich in einem Video auch gemacht habe. Deswegen, ne, hier habe ich jetzt großartig gar nicht mehr noch. Ja, vielleicht hier die Taschen, ne? Aber wie gesagt, da gibt es auch ein komplettes Video zu, wie ich das gemacht habe. Und ja, hier habe ich dann nur noch mal so kleine Tickets gemacht. Und hier sind ja so kleine Briefumschläge, wo auch noch mal so Tickets drin sind. Und ansonsten gibt es dazu ja, wie gesagt, ein eigenständiges Video, wo ich Schritt für Schritt dich mitnehme, wie ich das Ganze hier gemacht habe. Das ist ja so ein kleines Notizbüchlein geworden. Ja, kaffeegefärbtes Papier, so ein bisschen schabloniert und gestempelt. Gar nicht groß dekoriert, weil das sollte ja auch für Notizen gedacht sein. Und ich finde, durch die Stempel und Stencil ist das eigentlich schon genügend dekoriert. Dann habe ich überall Tabs dran gemacht. Hier und da dann auch nochmal Zahnräder oder hier so Tickets als kleine Collage. Von daher
muss da gar nicht großartig Deko. Das ist, glaube ich, die einzige Tasche hier drin, ne, in diesem Notizheftchen, wo nochmal so Restschnipsel reingekommen sind. Dann ist ja im hinteren Bereich dieses Taschenteil, wo halt ja, diese Pockets, die habe ich auch aus alten Briefumschlägen, da gibt es auch ein Video zu. Auch wieder dekoriert dann mit Konturliner. Und ansonsten sind hier Tags reingekommen. Und zwar diese Tags, da habe ich ja großes 30x30 Papier, Mixmedia Papier benutze ich da ganz gerne, mit Strukturen und Schablonen und dann mit Farbsprays, also mit den Oxide Sprays, wild gemixt. Ja, dann wird das Ganze in verschiedenen Größen geschnitten, auf anderen Papier noch draufgesetzt, also gemattet oder gelayert. Dann noch ein paar Die-Cuts da drauf, bisschen Konturliner und fertig ist so eine wunderschöne Journaling-Karte. Hier ist dann ein Tag mit Stencil und Strukturpaste. Und dann hier ganz normale, einfache Tags, wo dann die Rückseiten meistens nur gestempelt sind. Das ist im Übrigen Papier, was ich selber designt habe. Ja, da ist dann nur noch mal gestempelt. Das zu der Kladde. Wie gesagt, da gibt es ja ein eigenständiges Video zu. Ich finde, die fühlt sich einfach mega an mit dem Fake-Leder, ne? Also finde ich richtig klasse. So, und bei diesem, bei der Kladde war ja dieses auch mit dabei. Da habe ich einfach jetzt nochmal von außen natürlich versiegelt mit Artpotch. Hier nochmal ein Zahnrädchen dran. Und auch hier versiegelt. Auch hier ist ja nur gestempelt und ein bisschen schabloniert. Hier und da vielleicht mal so ein Tuckspot, wo halt ein Tag drunter ist. Und auch hier ist ja dieses Taschenteil. Wie gesagt, das ist mit in dem Video von dem anderen drin. Hier habe ich dann noch mal ein paar Karten reingepackt. Und Papier, Restpapier noch mal. Dann selber Tags noch mal gemacht, die man noch weiter benutzen kann. Oder auch für andere Projekte. Hier habe ich durch ein Prägefolder und Reststücke von dem Fake-Leder habe ich hier mit drauf gemacht. Und dann mit Gilding Wax. Der neue Besitzer, neue Besitzerin kann da, das ist dann auch wieder von mir, Designpapier, kann das vielleicht noch für weitere Dekorationen benutzen oder. Auch hier Reste von Fake-Leder mit aufgeklebt, einfach so Collagen gemacht. Hier ist dann nochmal durch ein Prägefolder und dann mit Gilding Wax. Auch hier nochmal so ein großer Tag, Rückseite nur gestempelt. Ich bin, glaube ich, zu nah dran, ne? So, da, so sieht man das, ja. Da rein, und da ist dann auch noch mal so ein Restpapier reingekommen, beziehungsweise Post, die sie von irgendwo unterwegs mitgenommen haben. Die Timelords reisen ja, wie gesagt, durch Raum und Zeit, und auch hier ist noch mal mit Strukturpaste so ein Tag. Und auf der Rückseite dann noch mal eventuell Schreibplatz, ja. Wie du gerade schon mitgekriegt hast, die ganzen Teile suchen neue Besitzer. Ja, wer Interesse hat, kann sich gerne per Mail melden. E-Mail-Adresse steht immer hier drunter. Hier nochmal diese Tasche. Ne? Das war ja auch wieder so eine Paperback. Diesmal mit Reispapier von Stamperia. Dann hier wieder Die-Cuts und Konturliner. Hier oben wieder drauf genäht. Ja, diesmal habe ich hier mit Magnetverschluss und Verschluss dran gemacht, mit diesen Zahlenbreads. Ja. Aber das habe ich, glaube ich, gerade alle schon mal erzählt. Ne? Das ist aus dem Stamperia-Block. Und ja, da sind nochmal Die-Cuts von La Blanche. Reispapier, alles versiegelt. Hier ist mit Strukturpaste auch drauf. Und da ist jede Menge Platz. Jede Menge Platz. Da gehört ja dieses rein. Und ja, 30x30 Papier. Ich weiß gar nicht, bekomme ich das hier so ganz drauf? Ich krieg das mal so. Ne? Und hier oben ist ein Kugelschreiber mit dran in Form einer riesen, mega rostigen Schraube. Also den Kugelschreiber gab es irgendwann mal bei Teddy, beim Sticker-Dealer meines Vertrauens, wie ich immer schon sage. Ja, den habe ich dann halt so ein bisschen rostig gemacht. Das ist nicht mit Rost gemacht, sondern das ist mit meinen Pasten.
gemacht. Also das stinkt hier nicht irgendwie oder so, ne? Weil ich mag das nämlich nicht mit diesem Rostwasser oder so arbeiten. Das ist überhaupt nicht meins. Das stinkt mir viel zu sehr. Und ich finde es auch ganz, ja, von der Haptik her, ne? Weil das ständig abbröselt und alles, ja. Also ich benutze da Pasten von Viva Decor und von PentArt. Und ja, alles super. Kann man natürlich rausmachen, aber da kommen wir gleich zu. Gucken wir erstmal hier. Auch hier ist wieder mit Artpotch das Cover versiegelt. Das ist ein ganzes Blatt aus dem Stamperia-Block. Also in dem Fall ist es dann auch ja nicht ganz 30, aber durch den Halter ist es dann jetzt schon. Das hat mit Halter eine Größe von 30 mal 15. Ja. So, jetzt gucke ich mal, wie ich das am besten hier einfange. So, hier ist noch ein kleiner Paperclip dran gekommen, weil der hält nämlich von innen was. Der hält hier ein Tag. Auch das ist Papier von mir, was ich designt habe. Ja, ist einfach nur, ne, normaler, einfacher Tag. Könnte man als Schreibplatz noch benutzen. Hier ist an dem Paperclip noch so eine kleine Minitasche. Da ist nämlich dann auch ein so ein Zahnrad zum Rausnehmen. So, bin ich im Bilde? Bin ich nie, ne? Ja, hier sind dann auch ein paar Die-Cuts reingekommen, weil ich mir vorgenommen habe, die Die-Cuts alle zu verbrauchen jetzt, weil ich finde die einfach zu dick, ne? Ich habe mir ja jetzt gesagt, ich werde keine Die-Cuts mehr kaufen, sondern lieber die Ephemera-Teile. Die sind platter, also dünner. Und die Die-Cuts ja nach und nach so alle, also die Stamperia Die-Cuts sind das, ne? Die sind halt dicker wie alle anderen. So. Dann hier ist ja so ein Bellyband mit, da ist ein Reststück Papier hintergekommen. Und hier ist halt so ein bewegliches Teil drin, ne? Das Luftschiff, das startet halt hier so. Und auch hier ist wieder so ein Metallzahnrad draufgekommen. Das ist auch ein Die-Cut hier von Stamperia, von diesen dickeren auch hier. Ja, und dann ist da halt ein Stück Papier. Also das sind Papiere zum Beispiel hier von Victoria Designs. Da hatte ich ja mal ein riesengroßes digitales Bundle gekauft vor 2 Jahren oder so, wo ich mir das Labbook draus gemacht habe. Falls du mein Labbook noch nicht kennst, ich verlinke dir das mal hier drunter, das Video dazu. Hier sind auch nochmal Die-Cuts, also ne, mit der Kurbelmaschine gemacht, Die-Cuts. Dann hier gegossene Zahnräder sind hier in dem Projekt, tauchen immer wieder mal auf. Hier sind dann ja, größere Tags, XXL-Tags sozusagen, auch wieder hier mit diesen Strukturen und dann Die-Cuts drauf. Von La Blanche und auch hier ausgestanzte Zahnräder und das Ganze dann so ein bisschen gehighlightet mit Konturliner. Der Rückseite dann auch noch mal hier diese aus der Stanzmaschine. Tja. Auch hier dann noch mal so ein ganz großer Tag. Mir ist gerade aufgefallen, das sieht aus, wenn der hier so Osterhasenohren hätte, aber ist gar nicht, weil der hat nämlich einen Propeller auf dem Kopf eigentlich. Ja, hier sind dann auch noch mal so Restpapiere in so einem kleinen Täschchen. Ja, hier ist auch mit Strukturen drauf gearbeitet, ne? Die Mauer, die habe ich hier so ein bisschen imitieren wollen auch. Ja, dann auch wieder hier Schrauben aus dem Molds. Und hier nochmal so ein resingegossenes Zahnrad. Das sind wieder ausgestanzte Zahnräder. Ja. Dann ist hier halt der Halter von dem Stift. Das ist ein großer Paperclip, wo ich das dann halt mit Gummibändern hier dran gemacht habe, so dass man den dann halt ja, rein und raus machen kann. Den legen wir mal beiseite. Ja, hier ist dann mit der Jelly Plate, ja doch, Acryl. Alkoholinks habe ich hier gedruckt mit der Jelly Plate und dann auch mit Metallic-Farben noch darüber. Und ich fand, der passt so gut. Das sind hier zum Beispiel aus dem Ephemera-Set von Stamperia. Die sind ja dann immer so ein bisschen ja, goldig, ne? Diese Ephemera-Teile. Hier da aus dem Papier nochmal so ausgeschnitten. Auch hier, ups, das sieht man gar nicht, ne? Auch von dem Ephemera. Auch das ist so goldig dann so ein bisschen. Ja, hier wieder so Stanzteile. Ich halte es absichtlich so ein bisschen schräg, damit man das besser sieht. Wegen der Größe bekomme ich das nicht so richtig hier drauf irgendwie.
Hier ist dann eine Tasche, da ist dann nochmal hier gefärbtes Papier von mir. Und auch hier unten wieder Stanzteile bzw. Die-Cuts von La Blanche ist das. Und hier ist nochmal so ein resingegossenes kleines Mini-Zahnrad. Hier sind wieder ausgestanzte. Das ist aus einem Digital-Set von Etsy. Ja, hier ist dann wieder aus dem Stamperia-Set. Und auch hier wieder mit einem Brett festgemacht, damit man das auch dahinter machen kann. Ja, hier ist einfach nur so die Bänder, ne, anstatt ein Charm so zusammengeklebt, finde ich dann auch mal ganz nett. Ja, das ist auch wieder gefärbtes Papier von mir. Da werde ich dir auch mal das, weil ich da schon öfter jetzt nachgefragt worden bin, werde ich auch noch mal drunter verlinken. Da gibt es ein Video, das habe ich vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren gemacht. Einer meiner ersten Videos, wo ich, ich glaube, das heißt keine Angst vor dem weißen Papier oder so, wie ich zeige, wie ich aus einem normalen weißen Kopierpapier ohne, ja, nur mit Stempeln, Stenzeln und Distress-Pads halt Papier einfärbe und gestalte. Ist ganz interessant. Ja, schau mal vielleicht da rein. Also bin ich schon öfters nachgefragt worden, wie ich das mache. Und da gibt es, wie gesagt, schon eins der älteren Videos. Auch hier wieder Die-Cuts mit Konturliner, so ein bisschen Highlights gesetzt. Kann man überhaupt nicht sehen, ne? Ja. Und hier, ne, wieder schabloniert, gestempelt, ein paar Die-Cuts aufgeklebt und auch wieder hier so ein paar Zahnräder. Ja, und hier ist mir tatsächlich dieses Stanzteil kaputt gegangen und dann war ich erst mal überlegen, was machst du jetzt damit? Und dann, ja, dachte ich mir, warum klebe ich das nicht mal so auf, ne? Man muss es ja nicht immer so im Ganzen aufkleben, geht ja auch mal so. Und auch hier wieder, ja, Highlights gesetzt mit dem Konturliner. Hier ist so eine kleine Tasche, da ist dann wieder eine von diesen Stamperia-Karten drin. Hinten nochmal so ein Stempel drauf gemacht. Da ist so ein Eulchen. Und auch hier wieder, ne, gefärbtes Papier. Ja, ich weiß, ich mag eigentlich keine Menschen so in Designpapieren. Ich weiß auch nicht warum, aber Paper Dolls ist was anderes, aber so im Papier mag ich es eigentlich gar nicht. Aber soll ich machen, ne? Stamperia hat das nun mal jetzt hier drin. Und von daher, ja, und das ist meine absolute Lieblingsseite, weil ich mag einfach die Farben. Ich mag dieses Blau, Türkis mit diesem Beige und Gold-Sandfarben so, also, ja. Und dann habe ich hier die Seite einfach so ein bisschen angepasst, ne? Da habe ich hier die Schablone genommen aus dem Cosmos Infinity. Warum ist das so? Das hängt was dran. Aus dem Cosmos Infinity mit den Tierkreiszeichen, mit Strukturpaste hier drauf gemacht und dann halt ja, mit den Farben so ein bisschen versucht anzugleichen, wie auf dieser anderen Seite ist. Und dann hier unten mit Zahnrädern dann halt auch. Aber ich finde, das ist ganz gut geworden, ganz passend irgendwie. So, da habe ich dann hier eine von diesen Doppelpockets von mir. Da habe ich ja alte Briefumschläge hier verwertet. Und da ist dann hier einmal auch mit der Jellyplate gemacht, mit Zahnrädern. Und hier ist von mir dieses, ups, so rum, was ich ja selber erstellt habe, mein Designpapier. So, kommt wieder da rein. Hm, Rückseite ist einfach nur hier. Das ist, glaube ich, noch von der Naturjournal Challenge. Da habe ich ja versucht, Seifenblasen zu machen. Ja. Mein Endgegner. Aber ich habe es ja dann hinterher doch noch hinbekommen. Ja, das ist hier. Auch hier nochmal so Zahnräder aufgeklebt. Und hier auch so Stanzteile. Also wie du siehst, ist auch genügend Platz hier zum Schreiben drin. Also ja, auch da nochmal Restpapiere aufgeklebt. Ein paar Zahnräder. Und dann ist dies auch schon durchgeblättert. Ja, dann kommt das wieder hier rein. So. Und das Ganze kommt dann hier rein.
Und dann kommen wir zu dem, wo schon alle Welt drauf wartet. Nein, alle Welt ja nicht, aber doch schon der eine oder andere neugierig ist, wie das Innenleben geworden ist. Und zwar dieses kleine schnuckelige Teilchen. Ja. Also Doktorkoffer. Ich weiß auch nicht warum, aber Doktorkoffer, ne? Und dann muss ich, dann fällt mir wieder ein, Time Lords, mein Doctor Who ist ja, ne, ein Time Lord und ja. Vielleicht ist das ja sein Köfferchen. Und wenn ich dann irgendwann mal doch ein Doctor Who Journal machen werde, vielleicht werde ich ja das dann, obwohl, nee, da wollte ich ja dann mit der TARDIS arbeiten. Ne? Ah, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ja. Also, ja, hier ist ja dieses selbstgemachte Anhängerchen, dann die Uhr. Das Ganze öffnet man hier. Und dann wird das hier so rübergelegt. Und Tür natürlich, ne, ganz normal, wie man halt so einen Verschluss öffnet. Dann habe ich ja hier vorne drauf nochmal diese Tasche mit dem kleinen Mini-Akkordeon hier an der Seite. Und habe hier ja auch nochmal gelayert, dass das so ein bisschen dreidimensionalen Effekt bekommt. Auch Zahnräder drauf gemacht. Und hier ist dann nochmal auch ein Umschlag drin. Das war mal ein A5-Briefumschlag. Den habe ich einfach nur in der Mitte gefaltet und hier in der Mitte auch zusammengeklebt. Dann mit Designpapier beklebt. In dem Fall auch wieder Designpapier von Victoria Designs. Und dann sind da halt zwei Taschen entstanden. Auch hier wieder so ein bisschen ne, Stanzteile, Zahnräder, Konturliner. Und auch hier wieder diese Strukturkarten. Da haben wir auch nochmal so eine Karte. Da ist dann hier von La Blanche nochmal so Stanzteile drauf. Und auch so ein bisschen Konturliner, Highlights. So, das wohnt hier drin. Ja, und dann kann man das Ganze drehen. Und dann kann man das Ganze einmal so umklappen. Da muss man Platz machen. So, bin ich denn so drin? Einigermaßen? Ja. Ne, wie du siehst, es liegt komplett flach auf. Und hier verbirgt sich ja halt ein Journal drin. Auch hier, ne, die ganze Tasche von außen und von innen beklebt. Und auch hier, das ist alles Designpapier, digitales Designpapier von Victoria Designs. So. Da habe ich dann hier nochmal so eine kleinere Karte davon. Die hier so angeklemmt ist. Da sind dann auch noch mal so geprägtes Papier oder so Restpapiere, was da so reingekommen ist. Ja, umnäht, nicht jedes, aber ne, ein oder zwei Stück habe ich, glaube ich, umnäht. Da ist noch mal so ein Die-Cut aufgeklebt. Und so wechseln die sich jetzt ab, mal mit Tasche, mal komplett zum Umklappen. Rutsch mal ein Stück weiter rüber. Da sind dann so kleine Taschen, wo halt so Mini-Tickets oder Zettel noch drin sind. Hier ist dann nochmal so eine Pocket, wo auch wieder geprägtes Papier drin ist. Na, die Innenseiten sind einfach nur gefärbt und schabloniert oder bestempelt. Und ne, bisschen Linien, die mache ich ja auch immer gerne mit meiner Wellpappe. Und ja, jede Menge Platz zum Schreiben eigentlich auch. Und auch hier wieder nochmal so eine Journaling-Karte und nochmal hier ja, gefärbtes Papier. Und hier so ein kleiner Tuckspot, wo dann auch nochmal so Restpapiere drauf sind und auch ne, da wieder nur gestempelt und eingefärbt. Hier ist eine Tasche. Das könnte man noch als Bellyband benutzen oder als Lesezeichen umfunktionieren. Da kann der oder die neue Besitzer sich ja, noch mit austoben, denke ich. Ist auch nicht komplett überdekoriert, sodass noch für eigene Möglichkeiten Platz ist, denke ich. Auch hier wieder diese Strukturkarten, dann mit Die-Cuts
und hier nochmal geprägt und dann auf rostig gemacht mit meinen Pasten. Ja. Da ist dann wieder zum Ausklappen, wo hier halt so kleine Tickets drin sind. Oder halt noch zum Dekorieren für Cluster oder oder. Hier ist so ein queres Babyband, mal so ein kleines, wo halt so eine Karte hintersteckt und ein Backsiegel. Und hier ist dann wieder eine Pocket, wo nochmal so eine große Karte drin ist. Hier ist dann, ne, wie so eine kleine Tasche. Da ist dann auch nochmal, ne, durch ein Prägefolder so eine Metall-Cardstock. Und ja, kleines Reiseutensil, ne, weil da reisen ja mehrere Herrschaften. Und wenn mal ein Knopf verloren geht, ist hier halt Reserve. Ja, ich weiß. Lass mich doch spinnen, meine Geschichten. Ja, hier ist dann nochmal durch den Prägefolder und hier aus dem Masterboard so eine Tag-Form rausgeschnitten und hinten bestempelt. Da kann der neue Besitzer auch noch mit weiter verarbeiten oder. Hier ist dann auch nochmal so ein kleiner Umschlag, wo dann auch nochmal hier von einem Jelly-Druck ein Stück drin ist. Weißt du, hier hatte ich nämlich erst, und da bröselt es nämlich gerade raus, hätte ich erst so einen rostigen Schlüssel drin und das hat mich so genervt mit dieser Bröselei und deswegen habe ich das dann wieder entfernt. So, hier noch mal so eine kleine Collage drauf. Und dann ist hier noch mal mit den Minitaschen, wo halt so kleine Teile drin sind. Auch hier noch mal so eine kleine Collage. Das Papier ist schon schön. So, da ist dann noch mal eine große Tasche mit Restpapieren und gefärbten Papieren. Ja, da ist dann auch noch mal hier genäht. Hier noch mal so eine kleine Tasche. Ne, geprägtes Papier mit Gilding Wax bearbeitet und so ein kleines Tag. Und auch hier nochmal durch den Prägefolder so eine folierte Karte. Und hier ist dann auch nochmal so ein Reststück. Oh mein Gott. Ja, Sternkarte oder was das da oben sein soll. Und nochmal ein paar Zahnräder. Ja, und das war die letzte da hinten, ne? Wie du siehst, das liegt wirklich super flach auf. Ja, das war dieses. Ja, wie gesagt, wenn Interesse besteht, per Mail und Angebot einfach Nachricht schicken und dann schauen wir mal, ob wir zusammenfinden. So. Das Ganze wird dann hier wieder verschlossen, deswegen habe ich hier extra diesen Schnupsel, immer diese Wortfindung, ne? Der Schnupsel kommt dann hier so hin. Ja, wie gesagt, Köfferchen, nochmal hier, ne, mit den Schrauben, Brads, ein paar Zahnräder hier hinten drauf und ja, das Ganze ist schon wirklich sehr stabil. Ich habe hier richtig guten festen Versandkarton genommen. Von daher, ja, man kann es auch gut tragen. Deswegen, ne, habe ich ja nochmal diesen Querverschluss hier gemacht, damit es halt nicht mehr hochrutscht, sondern man das gut tragen kann. Die hat im Übrigen eine Größe von 30 mal 11 ungefähr. Ja, das war das Steampunk-Projekt. Mit diversen allerlei, hätte ich jetzt fast gesagt, mit diversen Gepäck und Taschen für die Time Lords. Und ja, die anderen Sachen komme ich leider nicht mehr hier drauf.
Also wie gesagt, falls Interesse besteht, bitte per Mail natürlich dabei schreiben, was genau gewünscht ist oder wo genau die Interessen bestehen, ob jetzt hier die Paperbag oder die Doktortasche oder der Fotoapparat mit Tasche, ne? Wie auch immer. Ja, Angebot dabei und dann mal schauen. Und ansonsten lass mir gerne einen Kommentar da, wie du das Ganze so findest. Und ja, ich weiß, ist nicht jedermanns Sache. Muss ja auch nicht. Mir gefällt ja auch nicht alles. Also von daher. Gut, gut. Wenn du magst, wenn du Lust hast, hören und sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö mit Öl.